Vor Olivia Jones, scharfer Zunge sind selbst Showgrößen wie Thomas Gottschalk nicht gefeit. Der 73-Jährige musste für einige Frisurenwitze herhalten. Köln, bereits am Tag vor Heiligabend wurde es bei RTL richtig weihnachtlich. Denn sie wissen nicht, was passiert, meldete sich pünktlich zum Fest mit einer Weihnachtsausgabe, in welcher Thomas Gottschalk, 73, und Günther Jauch, 67, gegen Travestie-Ikone Olivia Jones, 54, und Bares für Rares, Moderator Horst Lichter, 61, antraten. In RTL-Sendung, Olivia Jones stichelt gegen Thomas Gottschalk. Insbesondere Olivia Jones zeigte sich von Beginn an hochmotiviert. Wir sind nachher also im Nahkampf? Erkundigte sie sich bei Thomas Gottschalk, der dies bejahte. Gut, zeigte sich sein Gegenüber siegessicher. Der ehemalige Wetten, dass Moderator ließ sich davon nicht aus der Fassung bringen, sondern reagierte mit Humor. Ich kann mich noch erinnern, als ich so rumgelaufen bin, scherzte der 73-Jährige über die aufwendig drapierte Perücke der Drag Queen. Gottschalks Anspielung auf seine einstige blonde Lockenpracht nahm Olivia Jones dankend als Steilvorlage für einen eigenen Witz auf. Das ist eine alte von deinen. Von der ersten, Wetten, dass Sendung, witzelte die Dschungelcamp zweite von 2013. Jauch und Co. lachen sich kaputt. Olivia Jones vergleicht Thomas Gottschalks Frisur mit Giesharz. Doch bei nur einem Spruch blieb es nicht. Olivia Jones legte verbal nach und lästerte munter weiter. Deine Haare sehen so ein bisschen aus, als wäre es Giesharz oder sowas, ließ sie Thomas Gottschalk wissen. Der nahm den Spaß auf seine Kosten gelassen und schwieg belustigt, während sich Jauch und Co. über die Giesharz Bemerkung laut lachend amüsierten. Für ungewollte Lacher hatte der Kultmoderator bereits in der vorangegangenen Sendung gesorgt. Mitten im Spiel von Schöneberger und Jauch war Thomas Gottschalks Uhrenalarm ausgelöst worden.